park at all. Try to listen with the heart rather than with the mind. Versucht, eher mit dem Herzen zuzuhören als mit dem Verstand. I will be talking about some things that the mind will not understand. Ich werde von Dingen erzählen, die der Verstand nicht versteht. But the heart will understand. Aber das Herz wird es verstehen. I want to talk about the oneness of love. Ich will über die Einheit der Liebe sprechen. And for the heart, that is something so simple and so ordinary. Für das Herz ist das so einfach und so normal. And for the mind, it means nothing. Und für den Verstand bedeutet das überhaupt nichts. When you love, you do not exist. Wenn du liebst, dann existierst du nicht. And you know that in human love. Und du weißt auch, dass es in der menschlichen Liebe. Because you only think of the one you love. Denn dann denkst du auch nur an den einen oder die einen, die du liebst. In the Sufi tradition, there is the famous love story of Yusuf and Zuleika. In der Sufi tradition gibt es die berühmte Liebesgeschichte zwischen Yusuf und Zuleika. And in everything Zuleika did, she only saw the face of Yusuf. Und in allem, was Zuleika tat, sah sie nur das Gesicht von Yusuf. That was all there was for her. Für sie gab es nur das. And for the mystic, that is the number one truth. Und für den Mystiker ist das die Wahrheit Nummer eins. The lover does not exist. Der Liebende existiert nicht. Only the beloved. Nur der Geliebte. And for the Sufi, this is imprinted in the Shahada. Und für den Sufi ist das in der Shahada eingeprägt. Now listen again with your heart. Hören Sie mit Ihrem Herzen zu. Just go into your heart. Gehen Sie in Ihr Herz. And listen. Und hören Sie zu. La ilaha illallah. There is no God but God. Es gibt nichts außer Gott. La ilaha illallah. There is no God but God. Es gibt keinen Gott außer Gott. And that is the beginning and the end. Und das ist der Anfang und das Ende. We belong to Him. Wir gehören ihm. This is what I have called the bond with the beloved. Das habe ich den Bund mit dem Geliebten bezeichnet. This is the truth of love. Das ist die Wahrheit der Liebe. Which underlies every mystical path. Die unter jedem mystischen Pfad liegt. The lover belongs to the beloved. Der Liebende gehört dem Geliebten. We belong to him since before the beginning of time. Wir gehören zu ihm vor Anfang der Zeit. And the heart is so happy when it knows this. Das Herz ist so glücklich, wenn es das weiß. And the work of the lover und die Arbeit des Liebenden is to bring that consciousness of love into everyday life. Ist dies Bewusstsein der Liebe in den Alltag hinein hinunterzubringen. That is the most difficult work a human being can do. Und das ist die schwierigste Arbeit, die ein Mensch tun kann. To bring the wisdom of the heart into the world of time and space. Die Weisheit des Herzens in die Welt der Zeit und des Raums zu bringen. And to stay true to it. Und ihm treu zu dieser Wahrheit treu zu bleiben. Just as a lover stays true to the one he or she loves. Genau wie der Liebende dem oder der treu bleibt, den sie liebt, die sie liebt. There is in the Quran a very beautiful saying. Im Koran gibt es einen sehr schönen Ausspruch. He loves them and they love him. Er liebt sie und sie lieben ihn. And the same saying I found in the Bible. Und den gleichen Ausspruch habe ich in der Bibel gefunden. It's in the Epistle of St. John. Es ist der
Epistle vom Heiligen Johannes. We love him because he first loved us. Wir lieben ihn, weil zuerst er uns geliebt hat. So it is in the Quran and in the Bible. Steht also im Koran und in der Bibel. So it must be true. He loves us, and so we love him. Er liebt uns, und deswegen lieben wir ihn. That the heart knows. Das Herz weiß das. The only reason we want to go back to God is because we know he loves us. Der einzige Grund, warum wir zu Gott zurückgehen wollen, ist, dass wir wissen, dass er uns liebt. That is the truth of love. Das ist die Wahrheit der Liebe. The rest really is mind games. Alles andere ist einfach nur Spielerei des Verstandes. And we play so many mind games with ourselves. Und wir spielen so viele Verstandesspiele mit uns. And I think the heart gets terribly bored and fed up with us. Das Herz langweilt sich sehr und hat davon die Nase voll. And in the Sufi tradition, there are the two practices of meditation and the zikr. Und in der Sufi-Tradition gibt es die beiden Übungen, nämlich die Meditation und das Zikr. And they are techniques designed to return us to this truth within the heart. Und das sind Techniken, die extra dafür entworfen worden sind, uns zur Wahrheit des Herzens zurückzuführen. In meditation we learn to still the mind and go into the heart. In der Meditation lernen wir, den Verstand still zu legen und ins Herz hineinzugehen. Not into the ordinary heart. Nicht in das gewöhnliche Herz. But into what the Sufis call the heart of hearts. Sondern in das, was die Sufis das Herz der Herzen nennen. Or they call it the innermost chamber of the heart. Oder die das innerste Kammer des Herzens nennen. And this is a real place within the human being. Und das ist ein wirklicher Ort innerhalb des Menschen. It is a subtle organ within the human being. Es ist ein subtiles Organ im Menschen. And it is within the heart of hearts that the whole mystical journey takes place. Und im Herzen der Herzen findet die ganze mystische Reise statt. It is there that we belong to God. Doch gehören wir Gott. That is why no one else has access to the secret chamber of the heart. Deswegen hat niemand anders zu diesem Zutritt, zu diesem geheimen Eingang zum Herzen. However much you love another human being, they cannot go there. Ganz gleich, wie sehr sie einen anderen Menschen lieben, derjenige kann doch nicht hingelangen. And sometimes mystics feel traitors to human love. Manchmal fühlen sich die Mystiker als Verräter an der menschlichen Liebe. They feel they betray their human lover. Weil sie das Gefühl haben, dass sie den menschlichen Lieben verraten. And don't understand why. Und verstehen nicht warum. Because they know and they feel there is a place within that the human lover does not have access to. Weil sie wissen, dass tief im Inneren ein Ort existiert, zu dem der menschliche Liebende keinen Zutritt hat. And that is 100% correct. Und das stimmt 100%. No human being has access to the heart of God. Kein Mensch hat Zutritt zu dem Herzensherzen eines anderen. It belongs to God. Es gehört Gott. And there is a moment on the mystical journey. Und es gibt einen Augenblick auf der mystischen Reise. When the heart of hearts is awakened. Wenn das Herz der Herzens geweckt wird. For most people, it is asleep. Bei den meisten Menschen schläft es. But there comes the time when the Beloved wants us to know that we belong to Him. Aber es kommt eine Zeit, wenn der Geliebte will, dass wir uns sein bewusst sind. And this is a tremendous esoteric truth. Und das ist eine ungeheure esoterische Wahrheit. And a certain energy is infused into the heart of hearts. Und eine gewisse Energie wird in das Herz der Herzen hineingeleitet. The higher self is activated. Das höhere Selbst wird aktiviert. By those who look after our destiny. Von jenen, die sich um unser Schicksal kümmern. By the spiritual superiors for the spiritual path to which we belong. Von den spirituellen Ältesten, die des Pfades, zu dem wir gehören. A certain energy comes through the tradition. Eine gewisse Energie kommt durch die Tradition.
and touches the heart of hearts. Und berührt das Herz der Herzen. And then life begins to get crazy and difficult. Und dann wird das Leben verrückt und schwierig. And if you thought you had problems before, you didn't. Und wenn du gedacht hast, du hattest vorher schon Probleme, das war eine völlig falsche Meinung. Everything is turned upside down in a moment. Alles wird in einem Augenblick auf den Kopf gestellt. And if you are lucky in 20 years and get used to it. Und wenn du Glück hast, hast du dich in 20 Jahren dran gewöhnt. That is why it is written, keep away from the path of love. Deswegen steht geschrieben, halte dich vom Pfad der Liebe fern. Only fools and madmen go in. Nur Narren und Verrückte gehen dorthin. Because when the heart of hearts is activated, denn wenn das Herz der Herzen aktiviert worden ist, the mind has to learn to give up. Muss der Verstand lernen, dass er aufgeben muss. And that is easy, isn't it, to surrender the mind? Und das ist ja ganz einfach, den Verstand aufzugeben. There was a lovely story of Mrs. Tweedy in California. Es gibt eine schöne Geschichte von Mrs. Tweedy, als sie in Kalifornien war. She used to love to play the Californian audiences. Sie liebte es, mit dem kalifornischen Publikum zu spielen. And so she told them one lecture, she was going to show them how to magnetize water. Und sie hat in einem Vortrag erzählt, wie man Wasser magnetisiert. And they were thrilled. Und sie waren begeistert und aufgeregt. There was a Sufi teacher. Da gab es eine Sufi-Lehrerin. Going to show them a good practical technique. Die ihnen eine gute technische Anleitung gab. And they all brought out their notebooks. Und sie alle brachten ihre Notizbücher vor. And she sent off Nadia, a woman in our group, to bring a glass of water. Und sie schickte Nadia ein Glas Wasser zu holen. And she said, if you are a man, you hold it in the left hand and use your right hand. Und sagte, wenn du ein Mann bist, dann musst du das Glas in der linken Hand halten. If you are a woman, you hold it in your right hand and do it with the left hand. Und wenn es dann Frau ist, musst du es in der linken Hand halten. And they wrote it all down. Und sie haben es alles niedergeschrieben. And she described the technique in detail. Und sie hat die Technik in allen Einzelheiten beschrieben. And then she said, however, there is one little point. Und dann sagte sie, tja, aber es gibt eine Kleinigkeit. In order for this to work, you must have total yogic control of the mind. Um das wirklich zu schaffen, muss man totale yogische Kontrolle über den Verstand haben. And a few people were still writing, total yogic control. Ein paar Leute haben immer noch geschrieben. So that is what we learn in meditation. Aber das lernen wir in der Meditation. And if in 10 years you can do it, that is good work. Und wenn du es in 10 Jahren schaffst, ist das wirklich eine gute Leistung. And if it takes 20 years, that's not bad either. Und wenn es 20 Jahre braucht, dann ist es auch keine schlechte Leistung. But seriously, what you learn to do in this meditation, mal ganz ernst, was du in dieser Meditation lernst, is you learn to go within the heart of hearts. Du lernst, in das Herz der Herzen hineinzugehen. You learn to take your consciousness into the consciousness of God. Du lernst, dein Bewusstsein in das Bewusstsein Gottes einzutauchen. And to give it back to Him. Und ihm zurückzugeben. That is why in meditation there is no consciousness. Deswegen gibt es in der Meditation kein Bewusstsein. You give the most precious gift that God gave to you back to Him. Du gibst die wertvollste Gabe, die Gott dir gegeben hat, wieder an ihn zurück. And it hurts like hell. Und es tut ganz schrecklich weh. Because this is what makes you individual and different and you. Weil das dich einzigartig und dich selbst macht. Your own consciousness. Dein eigenes Bewusstsein. There is no greater act of surrender. Es gibt keinen größeren Akt der Hingabe. There is no greater act of sacrifice. Es gibt keinen größeren Akt des Opfers. This consciousness that you call yourself. Dieses Bewusstsein, das du selbst nennst, is His special gift to humanity. Ist seine besondere Gabe an die Menschheit. Animals don't have it. Tiere haben es nicht. And it is the greatest obstacle on the path. Und es ist das größte Hindernis auf dem Pfad. That is why He loves us so much when we give it back to Him. Deswegen liebt er uns so sehr, wenn wir es wieder zurückgeben. We give ourselves back to Him. Wir geben uns ihm wieder zurück. The lover surrenders to the beloved. Der Liebende gibt sich dem Geliebten hin. And in that moment he comes into our heart.
Und in diesem Augenblick kommt in unser Herz. Even if we do not know it. Selbst wenn wir es nicht wissen. We don't know it because wir wissen es deswegen nicht, weil it is so different. Weil es so ganz anders ist. It is so different to everything we ever think it could be. Es ist so unterschiedlich, so ganz anders, als wir denken, dass es sein müsste. There is a very great ancient Sufi called Dolmun. Es gibt einen sehr weisen Sufi vor langer Zeit, der Dolmun hieß. And he said, whatever you think, God is the opposite of that. Ganz gleich, was du denkst, Gott ist das Gegenteil davon. So whatever you think spiritual life is, it isn't. So alles, was du denkst, was das spirituelle Leben ist, das ist es nicht. And it never will be. Und es wird auch nie so sein. Rumi said the same thing when he said he comes like a thief in the night. Rumi hat das Gleiche gesagt, als er sagte, Gott kommt wie der Dieb in der Nacht. When you are not looking, he comes to you. Wenn du nicht hinschaust, dann kommt er. And you don't even know what it is. Und du weißt nicht einmal, was es ist. Because he moves quicker than the mind can grasp. Weil er sich schneller bewegt, als der Mind es erfassen kann. You see, spiritual life is a question of speed. Das spirituelle Leben ist eine Frage der Geschwindigkeit. This is what St. Paul said when he meant when he said it is the spirit that quickens and the letter that killeth. Das, was der heilige Paulus sagte, als er sagte, ist das, was beschleunigt, der Geist beschleunigt und der Buchstabe tötet uns. And that is why we come together as a group. Deswegen kommen wir als Gruppe zusammen. To meditate and be together. Um zu meditieren und um zusammen zu sein. Because together we quicken each other. Weil wir zusammen uns gegenseitig beschleunigen. And that is the simple way it works. Und das ist die einfache Art, wie es funktioniert. A quicker energy comes from the higher levels of consciousness into the lower levels of consciousness. Eine schnellere Energie kommt von den höheren Ebenen in die niederen Ebenen. And it is that that causes the chaos, the confusion and the difficulties. Und das verursacht das Chaos, die Verwirrung und die Schwierigkeiten. Because it breaks through the patterns of conditioning. Weil es die Muster unserer Konditionierung durchbricht. It attacks it with a higher vibration. Und sie mit einer höheren Schwingung angreift. And life begins to become chaos and confusion inside. Deswegen wird das Leben innen drin Chaos und Verwirrung. When you are going through this stage, it is very good to have a basic, practical, ordinary job. Und wenn du durch dieses Stadium durch musst, ist es sehr praktisch, einen normalen Job, eine normale Arbeit zu haben. And to get up in the morning and to go to work. Und morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. To keep your feet on the ground. Damit du deine Füße auf dem Boden behältst. While this metamorphosis and transformation happens within. Während diese Metamorphose und Transformation in dir passiert. You have to hold on outside to something. Sie müssen sich draußen an irgendetwas festhalten können. While everything you thought you knew about yourself inside is destroyed. Weil alles, was du über dich selbst zu wissen glaubtest, zerstört wird. And through just coming together and meditating, we bring that energy into ourselves. Und nur indem wir zusammenkommen und zusammen meditieren, bringen wir diese Energie in uns zum Tragen. We open the secret door between the heart of hearts and the rest of ourselves. Wir öffnen die geheime Tür zwischen dem Herzen der Herzen und dem Rest von uns. And the energy comes from within through the heart of hearts into the rest of the human being. Und die Energie kommt von innen durch das Herz der Herzen zum übrigen Teil des Menschen. And it begins to waken all the higher levels of consciousness. Und es beginnt alle die höheren Ebenen des Bewusstseins aufzuwecken. And then it is serious work. Und dann ist es wirklich ernste Arbeit. This moment it happens, the Sufis call Tauba. In diesem Augenblick nennen die Sufis Tauba. Tauba can be interpreted as meaning repentance. Tauba kann als Reue interpretiert werden. But really for the Sufis it means the turning of the heart. Aber für die Sufis bedeutet das das Drehen, das Wenden des Herzens. And it is a gift. Und es ist ein Geschenk.
You cannot look for it. Du kannst nicht danach suchen. Because it is given. Denn es wird geschenkt. Someone once asked Rabia. Jemand fragte einst Rabia. Rabia was the great woman Sufi mystic. Rabia war eine große Sufi Mystikerin. She was born a slave. Sie wurde als Sklavin geboren. And she lived totally for love. Und sie lebte nur für die Liebe. And someone once asked her. Und jemand fragte sie einmal. I have committed many sins. Ich habe viele Sünden begangen. If I turn in penitence towards God, will He turn in mercy towards me? Wenn ich mich treuvoll an Gott wende, wird sich gnadenvoll an mich wenden? No, she replied. Nein, antwortete sie. Never. Nie. But if He shall turn towards you, you will turn towards Him. Aber wenn sich dir zuwendet, dann wirst du dich ihm zuwenden. Spiritual life is a gift. Spirituelles Leben ist ein Geschenk. Because lovers love to give. Weil Liebende gerne geben. And He loves us. Und liebt uns. And He wants us to be able to know that within the heart. Und möchte, dass wir das in unserem Herzen wissen. He wants to reveal within the heart of His lover the secrets of love. Will in den Herzen seiner Liebenden das Geheimnis der Liebe enthüllen. Those intimacies of love that are known only to lovers. Diese Geheimnisse der Liebe, die nur die Liebenden. And that is our work as lovers. Und das ist unsere Arbeit als Liebende. The Christian mystic, the blessed John Ruysbroeck. Der christliche Mystiker John Ruysbroeck. He said, "Our work is the love of God." Sagte, unsere Arbeit ist die Liebe Gottes. Our satisfaction lies in submission to the divine embrace. Unsere Befriedigung liegt in der Unterwerfung in die göttliche Umarmung. It is so simple, isn't it? Es ist ganz einfach, nicht wahr? And it is the work of a lifetime. Und es ist die Arbeit eines ganzen Lebens. Just to be there for Him. Nur für ihn da zu sein. Just to be there for Him. Nur für ihn da zu sein. Because He loves us. Weil uns liebt. Because He wants us to be there for Him. Weil möchte, dass wir für ihn da sind. Because He is such a lover, and who else does He have to share it with? Weil so ein großer Liebender ist. Und wen anders hat um seine Liebe zu teilen. What is the point in being the greatest lover if you can't share it? Was ist, worin liegt der Nutzen, ein großer Liebender zu sein, wenn man seine Liebe nicht teilen kann? And He knows how to love. Und weiß, wie man liebt. There is a little poem by Rumi. Es gibt ein kleines Gedicht von Rumi. Let me give you a kiss, but not on the lips. Lass mich dir einen Kuss geben, aber nicht auf die Lippen. And the price of this kiss is your life. Und der Preis für diesen Kuss ist dein Leben. And my love came running towards my life, saying, "Buy it, it's a bargain." Und meine Liebe kam angerannt und sagt, kauf es, es ist wirklich ein Sonderangebot. You see, when the great beloved kisses you, siehst du, wenn der große Geliebte dich küsst, he doesn't kiss you on the lips. Er küsst dich nicht auf die Lippen. He kisses you on the inside of the heart. Sondern er küsst das Innere des Herzens. And then you've had it. Und dann ist es mit dir geschehen. Then you are lost forever. Dann bist du für immer verloren. This is the story Attar tells of the Arab in Persia. Das ist die Geschichte, die Attar erzählt von dem Araber in Persien. He tells the story of an Arab who was wandering along the road. Er erzählt die Geschichte eines Arabers, der eine Straße entlang wanderte. He saw a group of very poor dervishes. Und sah eine Gruppe von sehr armen Dervischen. And they were drinking wine. Und sie tranken Wein. And they had a tattered old tent. Und sie hatten ein ganz abgerissenes altes Zelt. And the dervishes said to the Arab, "Why don't you have a glass of wine?" Und die Dervische sagten zu dem Araber, "Warum trinkst du nicht ein Glas Wein?" "Just enter in and have a glass of wine." Komm herein und trink ein Glas Wein. And the Arab later tells the story. Und der Araber erzählt später die Geschichte. He had one glass of wine. Er hat ein Glas Wein getrunken. And then found himself days later on the roadside. Und dann fand sich Tage später auf der Straße wieder. With all his possessions taken from him. Und alle seine Habe bei ihm weggenommen worden. In a state of confusion. Als er völlig verwirrt war. And when he got home. Als er nach Hause kam.
And his friends asked him what had happened. Und seine Freunde ihn fragten, was denn passiert. He just said, they asked one word, they said one word and dann antwortete er, sie sagten nur ein Wort, komm herein. And the rest, I cannot remember. Und an den Rest kann ich mich nicht erinnern. That is why it is best to keep away from Sufis. Deswegen ist es am besten, sich von Sufis fernzuhalten. No, I am being serious. Und ich meine das ganz ernst. When people come to our group in California, wenn Leute zu unserer Gruppe in Kalifornien kommen, I often give them a warning. Warne ich sie sehr häufig. I said to one friend, sagte zu einem Freund, I said, look, you have friends and people who like you. Du hast Freunde und Leute, die dich sehr gerne haben. People who think you are useful and a contribution. Leute, die dich für nützlich halten und für einen wertvollen Bestandteil der Gesellschaft. Do you really want to sit in a corner and cry for years? Würdest du wirklich in der Ecke sitzen und jahrelang weinen? Better to stay away. Bleib lieber fort. It is safer. Es ist sicherer. Love is the most dangerous thing in the world. Liebe ist das Gefährlichste in der Welt. Because it does not belong to the mind or to the personality. Weil es nicht zum Verstand gehört und auch nicht zur Persönlichkeit. It is the one experience or energy that does not belong to this world. Es ist die eine Energie, die nicht in diese Welt, zu dieser Welt gehört. And there is a very simple logical proof. Und es gibt einen ganz einfachen logischen Beweis. Which you find in romantic love. Die Sie in der romantischen Liebe finden. And that is when people who are in love say, I will love you forever. Das ist, wenn die Leute, die verliebt sind, sagen, ich will dich für immer lieben. And they mean it. Und sie meinen das auch. And of course, a year later, they may be lost with somebody else. Und eine später sind sie niemand anders verliebt. But in that moment, it is 100% true. Aber in diesem Augenblick, wo sie es sagen, ist es hundertprozentig wahr. And it is not to be laughed at. Und man soll auch nicht darüber lachen. It seems like a silly romantic idea of adolescence. Es scheint eine romantische Teenager-Idee zu sein. But in the moment of love, you love that person forever. Aber in diesem Augenblick der Liebe liebst du die Person für immer. If you go back in your own life to a moment when you were totally in love with somebody else. Wenn Sie in Ihrem eigenen Leben zurückgehen zu dem, wo Sie auch in jemand anders wirklich verliebt waren. And you go into the feeling of that moment. Wenn Sie in das Gefühl dieses Momentes zurückgehen. It is forever. Dann ist es für immer. You see, because love does not belong to time or to space. Weil Liebe nämlich nicht zur Zeit und zum Raum gehört. It does. Wirklich nicht. It belongs to God. Sie gehört Gott. And God does not belong to time or to space. Und Gott gehört nicht in die Welt. Von Zeit und Raum. There was once a prospective disciple. Es war einmal ein Schüler, jemand, der gerne ein Schüler werden wollte. Who came to a Sufi Sheikh. Der zu einem Sufi Sheikh kam. And he had read all the books. Und er hatte alle Bücher gelesen. And he knew the ascetic practices. Und er wusste auch alle asketischen Übungen. And he said. Und er sagte. To the Sufi. Zu dem Sufi. Will you take me as a disciple? Würden Sie mich als Schüler annehmen? And the Sheikh turned to him and said, "Have you ever been in love?" Und der Sheikh wandte sich an ihn und sagte, warst du jemals verliebt? And the young man was very offended. Und der junge Mann war ganz beleidigt. He said, "What's that got to do with it? I came here to study to reach God." So, was hat denn das damit zu tun? Ich bin hier gekommen, zu lernen, wie man Gott erreicht. And the Sheikh says, "Go back into the world, fall in love, and get married and have children." Und der Sheikh sagte, geh wieder in die Welt zurück, verlieb dich, heirate und bekomm Kinder. And 10 years later, 10 Jahre später, he came back to the Sheikh. Kam dieser Mann wieder zum Sheikh zurück. And he had been in love and suffered. Und er war verliebt gewesen und hatte gelitten. And his heart had bled. Und sein Herz hatte geblutet. And the Sheikh looked him in the eye. Und der Sheikh sah ihm in die Augen. Because through the eyes you see the heart. Denn du kannst das Herz durch die Augen sehen. And he took him as a disciple. Und er nahm ihn als Schüler an. And he became the successor of that Sheikh. Und er wurde der Nachfolger von diesem Sheikh. There is a little saying of the prophet. Es gibt einen Ausspruch des Propheten. I am with those whose hearts are broken for my sake. Bin mit denen, deren Herz aus mir zuliebe gebrochen worden sind. That's why it's best to keep away.
deswegen sollte man besser sich davon fernhalten. But who wants their heart to be broken? Denn wer will schon, dass das Herz gebrochen wird? Who wants to suffer for something they can never know? Wer will schon für etwas leiden, was man nie erkennen kann? Never know with the mind, anyway. Was man nie mit dem Verstand erkennen kann. To cry those tears of longing. Diese Tränen der Sehnsucht zu weinen. And to cry those tears of longing and cry those tears of longing. Und immer wieder diese Tränen der Sehnsucht zu weinen. Just like the dervish has said, one word enter and he was lost forever. Genau wie es der Dervish gesagt hat. It's not very encouraging, is it? Ja, nur ein Wort und man war immer verloren. Das ist nicht sehr mutig, oder? So at the beginning it's good to make up your mind. Du bist ganz gut, wenn du dich am Anfang entscheidest. To decide as a sensible adult if this is something you really want. Nämlich als ganz vernünftiger Erwachsener zu entscheiden, ob du das wirklich willst. To stand on your own feet and look yourself in the face and say, am I really prepared to do it? Stehe ganz gerade, guck dir selber ins Gesicht und frag dich, bin ich wirklich bereit, das zu tun? And often at the beginning you have a dream. Und häufig hast du am Anfang einen Traum. Which tells you what will happen. Der dir erzählt, was geschehen wird. There is a Sufi saying that the end is present at the beginning. Es gibt einen Sufi-Ausspruch, dass das Ende schon am Anfang enthalten ist. So you can see what will happen. Du kannst dann schon sehen, was geschehen wird. And really it is a lifetime's work, you see. Und es ist wirklich die Arbeit eines ganzen Lebens. It is the most serious undertaking a human being can do. Es ist die ernsthafteste Unternehmung, die ein menschliches Wesen machen kann. Just to be there for him. Nur für ihn da zu sein. Just to be his lover. Sein Liebender zu sein. Just to be a space through which his love can come into the world. Ein Raum zu sein, durch den seine Liebe in die Welt hineinkommt. Just to know you belong to him. Nur zu wissen, dass du zu ihm gehörst. To know the intimacies of love. Die Geheimnisse der Liebe zu kennen. This is another poem by Rabia. Das ist wieder ein Gedicht von Rabia. And she knew the intimacies of love. Sie kannte die Geheimnisse der Liebe. O God, the stars are shining, all eyes have closed in sleep. The kings have locked their doors, each lover is alone in secret with the one he loves. And I am here too, alone, hidden from all of them, with you. O God, die Sterne scheinen, alle Augen haben sich in Schlaf geschlossen. Die Könige haben ihre Tore verriegelt. Jeder Liebende ist allein, im Geheimen. Mit dem, den er liebt. Auch ich bin hier, allein, verborgen vor allen anderen, mit dir. And you feel guilty because you are given so much. Und du fühlst dich schuldig, weil dir so viel geschenkt wird. Just to go to bed at night and to go into the heart and there he is waiting for you. Nach abends ins Bett zu gehen und ins Herz hineinzugehen und da ist er und wartet. To feel the tenderness of his touch. Die Zärtlichkeit seiner Berührung zu fühlen. The softness of his embrace. Die Sanftheit seiner Umarmung zu spüren. And you know that it goes on forever and ever. Und du weißt, es dauert ewig. That you belong. Dass du dorthin gehörst. And there are no psychological problems with that relationship. Und mit dieser Beziehung gibt es keine psychologischen Probleme. That's true. But even if you love another human being, you love. There are such psychological problems. There is a mother projection, or a father projection, or a brother projection, or a daughter projection. And you usually have to go into therapy or analysis to sort it out. Normalerweise muss man dann in Therapie gehen oder in Analyse, um das einigermaßen hinzukriegen.
and it's expensive. But with him, no. With me, he discussed it. There are no psychological problems. There are no personality problems. Because it belongs to the soul. Weil es zur Seele gehört. It belongs to the heart of hearts. Zum Herz der Herzen gehört. In the heart of hearts, he loves us and we love him. Im Herzen der Herzen liebt uns und wir lieben ihn. This is the bond of love that was formed since before the beginning of time. Das ist das Band der Liebe, das schon gebildet wurde, als es noch keine Zeit gab. This is what is meant by the Sufi saying, we drank the wine before the beginning of time. Das ist die Bedeutung des Ausspruchs, wir haben den Wein getrunken, bevor die Zeit angefangen hat. We were intoxicated with love before we came into the world. Wir waren schon vor Liebe getrunken, bevor wir überhaupt in diese Welt kamen. Just think of it, to be intoxicated with love before. Denken Sie, vor Liebe getrunken zu sein, bevor die Zeit der Welt existierte. And that is the curse and the blessing of the mystic. Und das ist der Fluch und der Segen des Mystikers. That we came into this life and were not allowed to forget. Dass wir in dieses Leben hineingeboren wurden und dass uns nicht erlaubt wurde, es zu vergessen. He made us so intoxicated somewhere that we would never forget. Wir haben uns so irgendwo so trunken gemacht, dass wir es nicht vergessen. See, people who are not interested in spiritual life, when they are born, they forget. Leute, wenn sie nicht am spirituellen Leben interessiert sind, die haben vergessen, als sie wurden. And they think this world is all there is. Und sie denken, dass das die Welt, die wie sie existiert, ist alles, was existiert. All the beauty, all the difficulties. Alle Schönheit und alle Schwierigkeiten. All the pleasure and all the pain. All die Vergnügungen und alles Leid. And it makes life much, much easier. Und es macht das Leben viel leichter. They don't have to be burdened by the guilt of God. Sie sind nicht von der Schuld Gottes belastet. By the shame of belonging to him. Durch die Scham, ihm zu gehören. Somebody once came, the first time I met somebody, they told this dream. Als ich erst mal eine bestimmte Person traf, erzählte sie diese Geschichte, diesen Traum. It was a very long, complicated psychological dream. Es war ein sehr langer, komplizierter psychologischer Traum. Worth at least 4 years of analysis. Hätte mindestens so viel Jahre Analyse gereicht. And she was American, so that really would have been expensive. Und da sie Amerikanerin war, wäre es wirklich sehr teuer geworden. A good $100,000 of analysis. Mindestens $100,000 Analyse. But at the end of the dream, there was a figure standing in the doorway. Aber am Ende des Traumes stand eine Figur in einer Tür. And something, when she told the dream, something in me awoke at the sound of this figure standing in the door. Und als sie diesen Traum erzählte, erwachte etwas in mir beim Klang dieser Person in der Türrahmen. And I asked her, who was this figure? Und ich habe sie gefragt, wer war diese Figur? And before she could think, bevor sie überhaupt nachdenken konnte, her heart said, this was my first lover. Sagte ihr Herz, das war mein erster Geliebter. And then she began to analyze and say, I think it was my father. Dann begann sie gleich zu analysieren und sagte, ich glaube, es war mein Vater. I told you it was worth at least 4 years of analysis. Ich habe ihnen ja gesagt, es war mindestens 4 Jahre Analyse wert. But we sort of dug underneath. Aber es war ein gewisser Zweifel noch unten drunter. And she realized it wasn't her father. Und ihr wurde klar, es war nicht ihr Vater. But that as a child, she had a very direct relationship to God. Denn als Kind hatte sie eine sehr direkte Beziehung zu Gott. But her father had been jealous of her love for God. Aber ihr Vater war eifersüchtig auf diese Liebe zu Gott gewesen. Because he wanted her for himself. Weil er sie für sich selbst haben wollte. And he felt her heart belonged to somebody else than Daddy. Und er hat das Gefühl, ihr Herz gehört zu jemand anders als ihrem Vater. And it had taken her over 40 years. Und sie brauchte über 40 Jahre. To realize who it was she really first loved. Dass ihr klar wurde, dass wer es wirklich war, den sie als erstes
She had repressed her spirituality because it did not fit in. Sie hat ihre Spiritualität unterdrückt, weil sie nicht hineinpasste. She was ashamed of her link with God. Sie schämte sich für ihre Beziehung zu Gott. And I have found many people to be like that. Und ich habe herausgefunden, dass es bei vielen Leuten ähnlich ist. You see, if you are a mystic, you were born a mystic. Denn wenn du ein Mystiker bist, dann bist du als Mystiker geboren worden. But you rarely get parents who are mystics. Aber du bekommst kaum Eltern, die Mystiker sind. Or relations and cousins and brothers and sisters. Oder Verwandte oder Cousinen und Schwestern und Brüder. And so you are born into a world that does not even know. Und so wirst du in eine Welt hineingeboren, die nicht Bescheid weiß. What is most precious for you? What is the lifeblood for you? Was für dich das wichtigste und wertvollste ist, was für dich das Lebensblut ist. Has no echo in the world around you. Nimmt kein Echo in der Welt um dich herum. And you can begin to feel guilty. Und du fühlst dich schuldig. And often, or sometimes, the parents can resent that you know something they don't. Und die Eltern sind sehr ärgerlich, dass du etwas weißt, was sie nicht wissen. They feel you have an inner closeness to something to which they have no access. Sie haben das Gefühl, dass du zu irgendeine innere Nähe zu etwas hast, an das sie nicht herankommen können. So in order to fit in and not upset them, you repress it. Um damit du hineinpasst, unterdrückst du es dann. And it becomes a secret shame. Und dann wird es eine geheime Scham. And it can take years before it comes again to the surface. Und es kann Jahre dauern, bis es wieder an die Oberfläche kommt. But at the moment of Tauba, aber in dem Augenblick des Tauba, the beloved awakens the heart of his lover. Erweckt der Geliebte das Herz des Liebenden. And then you know. Und dann weißt du. In that moment you know. In diesem Augenblick weißt du Bescheid. There is a beautiful poem by Rumi. Und ein schönes Gedicht von Rumi. Because he knew about love. Weil er sich mit der Liebe auskannte. Well, he lived a very straight orthodox life until he met Shams. Er lebte ein ganz normales orthodoxes Leben, bevor er seinen Lehrer traf. And suddenly in the street, this beggar looked at him and his heart fell onto the road. Plötzlich sah ihn dieser Bettler auf der Straße an und sein Herz fiel auf die Straße. That was for him the moment of Tauber. Das war für ihn der Augenblick des Tauber. And he had such a link with Shams that his disciples grew jealous and killed Shams. Und er hatte eine derartige tiefe Verbindung zu Shams, dass die Schüler, die anderen Schüler Shams töteten. And after that he started to write. Und anschließend fing er an zu schreiben. The minute I heard my first love story, I started looking for you. Not knowing how blind that was. Lovers don't finally meet somewhere, they're in each other all along. In der Minute, in der ich meine erste Liebesgeschichte hörte, begann ich nach dir Ausschau zu halten, nicht wissend, wie blind das war. Es ist nicht so, dass Liebende sich endlich irgendwo begegnen. Sie sind schon immer einer im anderen. I can remember the moment this happened to me. Ich kann noch mich an den Augenblick erinnern, wo es mir geschah. I was sitting in a tube in the London Underground. Ich saß in der Londoner Untergrundbahn. And somebody gave me a book on Zen Buddhism. It was sitting beside me. Und jemand, der neben mir saß, gab mir ein Buch über Zen Buddhismus. And I opened it and I read one saying. Ich habe es geöffnet und las nur einen Ausspruch. The wild geese do not intend to cast their reflection. The water has no mind to receive their image. Die Wildgans hat keine Absicht, ihre Widerspiegelung auf das Wasser zu werfen. Das Wasser hat kein Bewusstsein, dass es die Gans widerspiegelt. And suddenly my heart laughed and laughed and laughed. Und plötzlich lachte mein Herz und lachte und lachte. See, it doesn't make sense to the mind. Dieser Ausdruck macht keinen Sinn für den Verstand. But to the heart it made. Aber in meinem Herzen macht es Sinn. And then for two or three weeks I just laughed at everything.
Und zwei oder drei Wochen habe ich über alles nur noch gedacht. I saw it, you like, behind the scene of the world. Konnte sozusagen hinter die Kulissen der Welt sehen. Behind the illusion. Hinter die Illusion. And my heart was so happy. Und mein Herz war so glücklich. Years later, I heard that it was one of Weissab's favorite sayings. Viele Jahre später habe ich erfahren, dass es eins der Lieblingszitate von Weissab war. Weissab is our teacher. Weissab ist unser Lehrer. It means elder brother, Weissab. Weissab bedeutet älterer Bruder. Because Sufis are not gurus. Weil Sufis keine Gurus sind. We just used to say he was an elder brother who is one step further along the path. Er sagte immer, er ist nur ein älterer Bruder, der einen Schritt auf dem Pfad weiter ist. He is the one who looks after us. Er ist derjenige, der über uns wacht. He takes us home. Er führt uns nach Hause. He says, when he looks upon a human being, he wraps him up in a parcel and sends him home. Er sagt, wenn er Menschen anguckt, dann packt er in sein Paket zusammen und schickt ihn nach Hause. He knows how to turn the heart of a human being, so it will take the human being that you cannot even imagine. Er weiß, wie man das menschliche Herz wendet, damit es dorthin geht, wo man niemand sich richtig vorstellen kann, wie es ist. Because Sufis know the inner workings of the heart. Weil die Sufis über das innere Funktionieren des Herzens Bescheid wissen. And they know how to cook a human being with the energy of love. Und sie wissen, wie man einen Menschen mit der Energie der Liebe kocht. The love is the most powerful force in the world. Die Liebe ist die stärkste Kraft in der Welt. There are two sides of love. Es gibt zwei Seiten an der Liebe. There is the warmth, the embrace, the tenderness of love. Gibt es die Wärme, die Zärtlichkeit der Liebe. And there is the sword of love that cuts through everything. Und dann gibt es das Schwert der Liebe, das alles durchschneidet. Mrs. Tweedy really had the sword of love. There was no messing around. If there was, you were out. Sometimes with your shoes held behind you down the street. People here who knew Mrs. Tweedy knew her when she had softened. When I first met her, she hadn't softened. And we used to sit in the corner and tremble. Wir saßen in der Ecke und zitterten. Really? Tremble? Wir haben wirklich gezittert. But she meant business because she knew how important it is. Aber sie meinte es ernst, weil sie wusste, wie wichtig es ist. This is the inner meaning of La ilaha illallah. Das ist die innere Bedeutung von La ilaha illallah. There is no God but God. Es gibt nur Gott. Just to focus on that. Muss nur darauf konzentrieren. Not to have anything that isn't essential. Nicht noch irgendwas anderes zu haben, was nicht wichtig ist. This is the sword of love. Das ist das Schwert der Liebe. Just to go home, just to do that one thing you came here to do. Nämlich das eine zu tun, worum du hierher gekommen bist. I met a woman a while ago who said she used to be a political activist. Ich habe vor einer Zeit eine Frau getroffen, die sagte, sie wäre eine politische Aktivistin gewesen. Until one day she had a dream. Eines Tages einen Traum gehabt hat. And in the dream she was told by a voice, when are you going to stop playing around and do what you came here to do? Und die Stimme sagte ihr im Traum, wann wirst du endlich damit aufhören, herumzuspielen und das zu tun, worum du hierher gekommen bist. The next day she was no longer a political activist. Am nächsten Tag war sie keine politische Aktivistin mehr. And then she had a dream in which on her right hand was inscribed a circle with a dot in the middle and she was told she was going to die. Und dann hatte sie einen Traum, in dem auf ihrer rechten Hand ein Kreis war mit einem Punkt in der Mitte und ihr wurde gesagt, sie würde sterben. That is not a dream you argue with. Das ist kein Traum, mit dem du herumargumentierst. The circle with the dot in the middle is the absolute truth. Der Kreis mit dem Punkt in der Mitte ist die absolute Wahrheit. And that means you have to die. Das bedeutet, dass du sterben musst. It's what we call to die before die. Was wir nennen, sterben bevor du stirbst. You see, normally people only experience the other planes after they have physically died.
Normalerweise erfahren die Leute nur die anderen Ebenen nach dem Tod. You know how it is, you're supposed to go through this tunnel and there is this light and Sie wissen ja, haben sich darüber gelesen, wie das ist, dieser Tunnel und am anderen Ende ist das Licht. But we are not going to wait for that. Wir werden nicht so lange warten. We want it here and now. Wir wollen es hier und jetzt. Absolute truth in this life. Die absolute Wahrheit in diesem Leben. Nourish me, for I am hungry, and hurry, for time is a sword. Füttere mich, denn ich bin hungrig. Vereinig, denn die Zeit ist ein Schwert. You see, you don't do it because you want to. Wissen Sie, Sie tun es nicht, weil Sie es vielleicht möchten. You wouldn't be that crazy. So verrückt würden Sie nicht sein. You do it because you have to. Sie tun es, weil Sie es tun müssen. If you catch it. Wenn Sie es erfassen. When it is awoken, when it is touched within you. Wenn es in der Welt wurde, wenn es in ihnen berührt wurde, you have to grab it and stay true to it. Dann müssen es erfassen und ihm dem treu bleiben. And not allow anything to get in the way. Nichts anderes mehr, nicht zulassen, dass irgendetwas anderes dazwischen kommt. And there are so many things that can get in the way. Und es sind so viele Dinge, die dazwischen kommen können. And distract you. Und sie davon abhalten. And cause you problems. Und ihnen Probleme machen können. And the purpose of the teacher and the path is to keep your attention focused on the truth. Und der Zweck des Lehrers ist, ihre Aufmerksamkeit auf den Weg, auf den Pfad zu halten. Mrs. Tweedy always used to tell me, if it is duality, it is not yet that. Mrs. Tweedy hat mir immer gesagt, wenn es noch Dualität ist, dann ist es immer noch nicht das. Whatever experiences or visions you have, if there is you and the experience, it is not yet truth. Ganz gleich, wie viele Visionen und Erfahrungen du hast. Wenn immer noch die Erfahrung ist und die Vision und du, dann ist es noch nicht die absolute Wahrheit. You just have to stick to the ultimate goal. Du musst dich ständig auf das letzte Ziel ausgerichtet halten. That is why Sufis bow down towards nobody but God. Deswegen verneigen sich Sufis nur vor Gott und niemand anders. This is a beautiful story. Es gibt eine schöne Geschichte. There was a king who one day, entering his royal court, observed one person whom among all those present was not bowing down before him. Und er sah, dass eine Person von allen anderen sich nicht vor ihm verneigte. Unnerved by the impudent act of this stranger in the hall, ärgerlich durch den schamlosen Fremden in diesem Raum, the king called out, rief der König aus, how dare you not bow down before me? Wie wagst du es, dich vor mir nicht zu verneigen? Only God does not bow down before me, and there is nothing greater than God. Nur Gott verneigt sich nicht vor mir, und außer Gott gibt es nichts Großartigeres außer Gott. Who then are you? Wer bist du? The tattered stranger answered with a smile. Der abgerissene Fremde antwortete mit einem Lächeln. I am that nothing. Ich bin dieses Nichts. Because we belong to the absolute and not to this world. Weil wir zum Absoluten gehören und nicht zu dieser Welt. That is why if we stick true to the path, the world cannot get in our way. Deswegen ist es, wenn wir diesem Pfad treu bleiben, kann die Welt nicht uns in die Quere kommen. Sufis are called wayfarers. Sufis werden Wanderer genannt. Because we don't belong to this world. Weil wir nicht in diese Welt gehören. This is a saying of the prophet. Es gibt einen Ausspruch des Propheten. Be in this world as if you are a traveler, a passerby. Sei in dieser Welt als Reisender, der vorbeireist. Because this is not home. Weil das nicht die Heimat ist. Sometimes you sit under the shade of a tree. Manchmal sitzt du dich unter den Schatten eines Baumes. Or sit by a lake with your clothes full of dust. Oder sitzt an einem See und deine Kleider sind voller Staub. But this is not home. Oder das ist nicht die Heimat. We belong somewhere else. Wir gehören irgendwo anders hin. Because once, long, long ago, we said yes. Denn einmal vor langer, langer Zeit haben wir ja gesagt. We said yes. We want to belong to you here in this world. Wir haben ja gesagt. Wir wollen zu dir gehören in dieser Welt. Whatever the pain, whatever the difficulty, ganz we want gleich, to know you here. Ganz gleich wie groß das Leiden oder die Schwierigkeiten sind, wir wollen dich hier erkennen. We don't want to wait till after we die. Wir wollen nicht so lange warten, bis wir gestorben sind. We want to see you with our eyes open. Wir wollen dich mit unseren offenen Augen sehen. We want you to know how we remember you. Wir möchten, dass du weißt, wie wir uns an dich erinnern. This is one of the great sayings. Das ist einer der großen Aussprüche.
I am with those who remember. Ich bin mit denen, die sich an mich erinnern. What the world has forgotten, we have sworn to remember. Aber die Welt hat das vergessen, was wir geschworen haben, uns daran zu erinnern. To remember who it is whom we love. Uns daran zu erinnern, wer es ist, wen wir lieben. And to stay true to that love. Und dieser Liebe treu zu bleiben. To stay true to that promise. Diesem Versprechen treu zu bleiben. So he can write his name on the back of our hearts. Dass er seinen Namen auf die Rückseite unseres Herzens einschreibt. And then we never forget. Und dann können wir nicht mehr vergessen. That is what it means when Llewellyn was asked, what is the end of the Sutta path? Das da nimmt es Sinn, was Llewellyn sagte, was das Ende des Pfades sagt. To be, and he said, to be what you were before you were. Das zu sein, was du warst, bevor du warst. That is the memory of the heart which we bring with us. Das ist die Erinnerung des Herzens, die wir hier mitbringen. That is the heartache, the loneliness. Das ist auch die Liebesschmerzen und die Einsamkeit. That is the sorrow of the soul. Das ist der Kummer der Seele. As Meister Eckhart said, God is the sigh in the soul. Das, was Meister Eckhart sagte, Gott ist der Seufzer in der Seele. And every mystic and every lover knows that. Und jeder Mystiker und jeder Liebende weiß das. And if you look within your heart, you will find it somewhere. Und wenn du in dein Herz hineinschaust, wirst du es irgendwo finden. The work is to let it get worse. Die Arbeit liegt darin, es noch schlimmer werden zu lassen. And not to repress it. Und es nicht zu unterdrücken. And to know its purpose. Und seinen Sinn und Zweck zu erkennen. Because I have met many people who had longing and didn't know what it was for. Denn ich habe viele Leute getroffen, die Sehnsucht hatten, aber die nicht wussten, wonach sie sich sehnten. They thought it was something bad they should get rid of. Sie dachten, es sei etwas Schlimmes, das sie loswerden müssten. They didn't realize they have prayed and done penance for it. Ihnen war nicht klar, dass sie dafür gebetet hatten und dafür Sünde geleistet hatten. So that they wouldn't forget. So dass sie nicht vergessen würden. Because we belong to him. Weil wir ihm gehören. Once Mrs. Tweedy had a prayer in meditation. Mrs. Tweedy hatte einmal in der Meditation ein Gebet. Which is the call of the self. Das ein Ruf des Selbst ist. I am calling to you from afar. Ich rufe aus der Ferne nach dir. Calling to you since the very beginning of days. Ich rufe nach dir seit dem Anfang aller Tage. Calling to you across millennia. Ich rufe über Jahrtausende. For eons of time. Zeit. Calling. Ich rufe und rufe. Since always. Schon immer. It is part of your being, my voice. Meine Stimme ist Teil deines Wesens. But it comes to you faintly. Aber sie kommt ganz schwach zu dir durch. And you only hear it sometimes. Und du hörst sie auch nur manchmal. I don't know, you may say. Ich kenne dich nicht, sagst du vielleicht. But somewhere you know. Aber irgendwo weißt du. I can't hear you say. Kann ich nicht hören, sagst du. What is it and where? Was ist es und wo ist es? But somewhere you hear and deep down you know. Aber irgendwo hörst du es und ganz tief innen weißt du auch. For I am that in you which has been always. Denn ich bin das in dir, was immer existiert hat. I am that in you which will never end. Ich bin das in dir, was nie aufhören wird. Even if you say, who is calling? Selbst wenn du fragst, wer ruft da? Even if you think, who is that? Sogar wenn du denkst, wer ist denn das? Where will you run? Just tell me. Wohin willst du laufen? Sag es mir. Can you run away from yourself? Kannst du vor dir selber weglaufen? For I am the only one for you. Denn ich bin der Einzige für dich. There is no other. Es gibt niemand anderes. Your promise, your reward, am I alone? Ich bin dein Versprechen und deine Belohnung. Your punishment, your longing and your goal. Deine Bestrafung, deine Sehnsucht und dein Ziel. That is the call of the self. Das ist der Ruf des Selbst. That is your own higher self speaking to you. Das ist dein eigenes höheres Selbst, das zu dir spricht. Not with words, but with longing. Nicht mit Worten, sondern mit der Sehnsucht. Saying it's time to come home. Und sagt, es ist Zeit, dass du nach Hause zurückkehrst. It's time to bring the remembrance of the soul into your daily life. Es ist Zeit, dass du die Erinnerung deiner Seele in dein alltägliches Leben hinüberholst. To practice the presence of God.
die Präsenz Gottes zu praktizieren. So wherever you go, you are with him. So dass du, wie du auch gehst, du immer mit ihm zusammen bist. And he knows it. Und er weiß es. And he loves you for it. Und er liebt dich deswegen. Because you do this work for him. Weil du diese Arbeit für ihn tust. You do not do spiritual work for yourself. Du tust spirituelle Arbeit nicht für dich selbst. You do it for God. Du tust es für Gott. And it is a lifetime's work. Und es wirklich die Arbeit eines ganzen Lebens. It takes every ounce of your strength. Es benötigt wirklich alle deine Kraft. Just to bring your attention back to God. Deine Aufmerksamkeit wieder auf Gott zurückzulenken. And to bring your attention back to God. Deine Aufmerksamkeit wirklich auf Gott zurückzulenken. And to bring your attention back to the heart. Und deine Aufmerksamkeit auf dein Herz zurückzulenken. And to allow yourself to be loved by him. Und zuzulassen, dass er dich liebt. To open your heart to him. Dein Herz ihm zu öffnen. To say to him, do with me what you will. Zu ihm zu sagen, tu mit mir, was du willst. Because I am yours since before the beginning of time. Denn ich gehöre zu dir schon vor dem Anfang der Zeit. For always and forever. Für immer und ewig. Then you don't belong to this world. Dann gehörst du nicht in diese Welt. And you can't come back. Und du kannst auch nie zurückkehren. And if you do, it is because of the will of God and you surrender. Und wenn du das tust, ist es nur durch den Willen Gottes, dass du dich hingibst. And you are free and you hold your head high and nobody can say anything to you. Und du bist frei und kannst deinen Kopf hochtragen und niemand kann dir etwas sagen. And the world cannot touch you anymore. Und die Welt kann dich nicht mehr berühren. That is the truth of love. Das ist die Wahrheit der Liebe. Because it does not belong to time or this world. Weil sie nicht in die Zeit und in diese Welt gehört. And you do it for him. Und du tust es für ihn. You do it because he wants you to. Du tust es, weil er es möchte, dass du es tust. Because he loves you. Denn er liebt dich. And he wants you for himself. Und er will dich für sich selbst. Just for himself. Nur für sich selbst. That is why it is so lonely. Deswegen ist es so einsam. So terribly, terribly lonely. So entsetzlich, entsetzlich einsam. Because he is alone and he wants you alone for himself. Denn er ist allein und er will dich allein für sich. You don't like to make love to your human lover with 20 people watching. Du liebst nicht deinen menschlichen Partner, wenn 20 Leute zugucken. You want to be alone. Du möchtest alleine sein. And he wants you to be alone with him. Und er möchte, dass du allein mit ihm bist. This is the price the mystic pays. Das ist der Preis, den der Mystiker zahlen muss. The price of aloneness. Der Preis der Einsamkeit. Because you have to belong to God and not to the world. Denn du musst Gott gehören und nicht der Welt. You have to be with him. Du musst mit ihm sein. And allow him to be with you. Du musst zulassen, dass er mit dir sein kann. And the heart knows this. Und das Herz weiß das. And at the moment of Tauba, when the heart is awakened, you know this and it usually terrifies you. Und im Augenblick der Tauba, wenn dein Herz erweckt wird und du es erfährst, dann macht es dir Angst. You know the price you have to pay. Du kennst den Preis, den du zu zahlen hast. And the mind is terrified. Und der Verstand ist ganz erschreckt. But so what? No. But so what? It is suicide. Spiritual life is suicide. Das spirituelle Leben ist Selbstmord. So it's best to keep away. Also, halte ich davon fern. Thank you. So we have a break. And then we discuss dreams. How long do people like? 20 minutes? Let's say 20 minutes. We think to say 20 minutes is good. So we say 20 minutes. Of some good pause. Then we have dreams. And more dreams and more dreams.